Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. FSV Zwickau steht vor ungewisser Zukunft. Rohbau der Zwickauer Polizeidirektion ist fertig und absolut gelungenes Stadtjubiläumsjahr. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Einen wunderschönen guten Abend zu Ihrem Abendmagazin Tag aktuell. Nachdem in der vergangenen Woche der FSV Zwickau eine Etatlücke einräumen musste, informierte der Vorstand über den gegenwärtigen Verhandlungsstand mit Sponsoren und der Stadt. Unser altehrwürdiges Westsachsenstadion. Da werden einmal mehr Erinnerungen wach. Nicht nur an die goldenen 70er. Wohin geht denn die aktuelle Reise des FSV Zwickau? Dazu lud der Vorstand am Mittwochmittag zum zweiten Perspektivgespräch ein. Dies fand im Teambus der Westsachsen statt. Hauptgesprächsinhalt war natürlich, Möglichkeiten auszuloten bzw. in Angriff zu nehmen, um die bestehende Etatlücke der Westsachsen zu schließen. Als eine der Möglichkeiten wurde aufgezeigt, den Mannschaftsbus des FSV mit dem Schriftzug Alle für Zwickau zu bekleben. Und in diesem Schriftzug kann jeder, dem der FSV am Herzen liegt, seinen Namen verewigen. Für 600 Namen ist Platz vorhanden und die ersten Namen sind auch schon aufgebracht. Wie sagte Vorstandsmitglied Matthias Kraus, alle sitzen in einem Boot für unseren Verein. Natürlich wurde auch vieles mehr angeschoben. Zum Beispiel der Fanstand in den Zwickauer Arkaden bzw. Spielerpatenschaften der ersten Mannschaft. Vorstandssprecher Tobias Lege meinte, diese Aktion des Vereins in den Arkaden ist eine großartige Sache, um noch mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Leider ist dies zeitlich begrenzt, weil der FSV Zwickau aus kostentechnischen Gründen zurzeit keine zwei Einheiten realisieren kann. Wir kämpfen jedes Wochenende darum, noch mehr Attraktivität des Vereins über sportliche Leistungen zu schaffen. Wir von TV Westsachsen haben die Gelegenheit genutzt, um uns mit Vorstandssprecher Tobias Lege und Vorstandsmitglied Matthias Kraus zu den aktuellen Geschehnissen rund um den FSV Zwickau zu unterhalten. Tobias Lege, der FSV Zwickau, der Profifußball und der große Werbeträger für die Stadt. Und jetzt fehlen 550.000 und das sagt jeder, jetzt muss die Stadt ran. Jetzt wird erstmal die Stadionmiete halbiert. Sie hatten das schon mal anklingen lassen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Anfang Mai war es wohl bei den Fraktionen innerhalb des Stadtrates. Wie war damals die Reaktion und wie ist sie zurzeit? Also wir haben hinsichtlich der Schließung der Finanzlücke natürlich das Thema der Stadionmietreduzierung nochmal aufs Tableau gehoben. Es ist jetzt nicht so, dass das neu wäre, sondern so, wie Sie richtig sagen, wir haben da bereits beginnend im Februar mit den politischen Fraktionen der Stadt die ersten Gespräche geführt, haben die dann auch in einem gemeinsamen Gespräch im Mai fortgeführt. Damals ging es um die Lizenzierungsunterlagen, die wir dann Ende Mai eingereicht haben, konnten da aber leider nicht zu einem abschließenden Ergebnis kommen. Und wir hatten aber auch dort in den Gesprächen mit den Fraktionen bereits gesagt, dass es für uns ganz wichtig ist, dass diese Miete in einem erträglichen Maße zu zahlen ist, damit wir mit unseren Wettbewerbern in der dritten Liga konkurrenzfähig agieren können. Und wir greifen das jetzt in dem Zusammenhang, nachdem wir nun eine Steigerung im Etat der ersten Mannschaft vorgenommen haben, dieses Thema nochmal auf. Und es soll ja auch nicht die einzige Möglichkeit sein, um die Finanzierung vorzunehmen, aber es soll, da wir gesagt haben, es müssen alle Beteiligten, wenn Drittliga-Fußball notwendig ist und gewünscht ist, an dieser Stelle einen Beitrag leisten. Und dazu kann unter anderem auch die Senkung der Stadionmiete einen Beitrag leisten. Sie sind, um den entsprechenden Etat zu haben, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ein hohes Risiko gegangen. Da wird natürlich auch im Umfeld gefragt, wenn dieses Risiko sich nicht trägt, wer übernimmt denn dann die Verantwortung? Ja, also das Thema, warum man auch dieses Risiko eingegangen ist, das lässt sich auch an Folgendem abbilden, um vielleicht nochmal Ihre Frage was vorwegzunehmen. Und zwar, wir sind ja darauf erpicht, Umsatzerlöse zu steigern. Das heißt,
heißt, wir wollen mehr Zuschauer ins Stadion haben, wir wollen mehr Sponsoren haben. Und dafür ist es halt erforderlich, dass ich attraktiven Fußball zeige. Und diesen attraktiven Fußball, den kann ich nur dann zeigen, wenn ich auch eine sportlich oder eine Mannschaft habe, die sportlich wettbewerbsfähig ist, die mithalten kann. Ich sag mal, das ist uns gelungen. Sie sehen ja momentan den Tabellenplatz, den wir haben. Wir haben auch im Schnitt 700 Zuschauer mehr, als wir das in der letzten oder als wir das geplant haben. Es sind 1000 mehr, als wir das im Schnitt in der letzten Saison haben. Das sind natürlich auch erstmal Erlöse, die wir einnehmen konnten. Jetzt zu Ihrer Frage zurück. Wer wird dafür die Verantwortung übernehmen müssen, wenn das an dieser Stelle nicht funktioniert? Es ist in der Tat so, es ist ein hohes Risiko, was wir da eingegangen sind. Der Vorstand hat entschieden, dass man in diesem Bereich agiert, um eben diese Möglichkeiten mitzunehmen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und letztendlich, wir werden das im Rahmen der Mitgliederversammlung sicherlich diskutieren müssen, wird sich dann auch zeigen, wenn wir das nicht schaffen sollten, wie der eine oder dann aus dem Vorstand dann agieren muss. Ja, also die Verantwortung kann dann aus meiner Sicht auch nur beim Vorstand liegen, der die Entscheidung getroffen hat. Tobias Lege, nochmal zurückzukommen. Sie haben im Mai die Fraktionen im Stadtrat informiert, sind jetzt wenige Tage, möchte ich fast sagen, vor Weihnachten in die Öffentlichkeit gegangen. Aus Ihrer heutigen Sicht hätten Sie eher rausgehen müssen, um klar Schiff zu machen, dass jeder weiß, wie schwierig es tatsächlich ist. Denn man muss ja eines Ihnen wirklich zugutehalten. Sie haben einen ganz, ganz niedrigen Etat und spielen auf einem entsprechenden Level. Das muss man so deutlich sagen. Also ich sag mal, über den Zeitpunkt kann man sicherlich streiten, wann man das veröffentlicht. Ich sag mal, bei diesen Themenstellungen, über die es geht, reden wir zumindest in der Öffentlichkeit in der Tat erst ab diesem 27.11. Wir sprechen mit unseren Sponsoren bereits, seitdem Joe Enochs in der Einführungsveranstaltung im Juni zugange war, haben mit denen auch nochmal im Oktober gesprochen und natürlich erstmal über andere Bereiche versuchen, die Mittel, die uns da fehlen, zu generieren. So, und ich sag mal, wenn einem das nicht gelingt, diese Mittel an diesen Bereichen zu generieren, dann muss man natürlich mit dieser Botschaft nach außen gehen. Das ist tatsächlich so. Und der Zeitpunkt, der ist sicherlich auch vor dem Hintergrund zu sehen. Wir hätten sowieso, wenn jetzt die Nachlizenzierungsentscheidung des DFB irgendwann in den nächsten Tagen kommt, mit diesem Thema nach außen gehen müssen. Und wir wollen ja bewusst keine Spendenaktion oder ähnliches agieren oder dafür nutzen, sondern wir wollen darum oder dafür werben, dass wir in einem Leistungsaustausch stehen. Das heißt, wir liefern eine Leistung und dafür gibt es eine Gegenleistung, weil wir ja dieses strukturelle Problem auch in Zukunft lösen wollen. Ja, wir wollen ja nicht nur jetzt einmalig irgendeine Spende generieren und dann froh sein, dass wir das schon mal hatten, sondern wir wollen tatsächlich unsere Leistung anbieten, dafür Gegenleistung in Empfang nehmen, um eben zukünftig die Umsatzerlöse an dieser Stelle zu steigern. Und das ist auch eine ganz klare Botschaft, die wir dort abgesendet haben. Nur wenn wir eben auf dieser Art und Weise generieren, Umsätze können, dann ist es uns überhaupt möglich, in dieser dritten Liga mit dem Wettbewerbsniveau momentan zu verbleiben. Ist der Verein, abschließende Frage an Sie, auch unter dem Aspekt dieser Aktionen, die hier ja dankenswerterweise stattfinden mit den Fans, gemeinsam mit den Sponsoren, mit den Anhängern, auf Dauer eigentlich überlebensfähig für diese dritte Liga, die ja so knallhart ist, wie Sie schon selbst einmal haben anklingen lassen? Also diese Frage, das ist genau diejenige, die sich da der Vorstand und auch der Verein an dieser Stelle stellen muss. Die Frage der Überlebensfähigkeit dann bezogen auf die dritte Liga wird tatsächlich davon abhängig sein, ob man eine solche Finanzlücke, wie sie jetzt da ist, ob man die schließen kann. Sollte die nicht zu schließen sein, dann muss und da kann auch nur die Konsequenz sein, dass sich dann der Kader verkleinert. Sollte man trotz des verkleinerten Kaders die Möglichkeit haben, nochmal die wirtschaftliche Zulassung zur dritten Liga spielen, könnte man dann auch in einem weiteren Jahr in der dritten Liga spielen. Wobei natürlich dann das Risiko besteht, ungleich höher ist, in den Abstieg zu gehen. Und das ist das, was wir auch genannt haben als sogenannter kontrollierter Abstieg. Oder man nimmt die zweite Variante und sagt, man meldet gar nicht erst zur dritten Liga, sondern beginnt gleich in Liga 4. Dort muss man allerdings auch sehen, dass der FSV dann an dieser Stelle auf ca. 800.000 Euro Fernsehgelder verzichten muss und die nicht nur im Rahmen der Kadergröße oder Kaderfinanzierung dann zu Einsparungen führen, sondern auch in allen weiteren Bereichen. Matthias Graus, Advent heißt Ankommen. Oder anders gesagt, sich zurücklehnen, sich auf Weihnachten freuen. Aber ich glaube, beim FSV Zwickau kann man sich im Moment nicht zurücklehnen. Es ist noch eine kleine Finanzlücke zu schließen. Klären Sie uns mal bitte auf. Ja gut, also wie gesagt, es wurde ja letzte Woche bekannt gegeben, dass eine Finanzlücke entstanden ist. Über die Gründe hat der Verein informiert und unsere Aufgabe, speziell das Thema heute war, aufzuzeigen, welche Dinge man angehen kann. Dazu gehört unter anderem die gewünschte Aktion auch von den Fans, dass wir ab sofort mit dem Slogan Alles für Zwickau unterwegs sind. Dort können insgesamt 600
Personen für 100 Euro im Rahmen der Rückrunde und der neuen Saison ihren Namen mit ansetzen. Wir sind aktiv im Augenblick mit einem Stand in den Zwickau-Arkaden, wo jeden Tag Spieler vorhanden sind. Wir versuchen also auch mit verschiedenen Dingen, sind gerade an einem Gespräch dabei, mit einem Erstligisten, den wir nach Zwickau holen wollen, auch da zu sorgen, dass viele Dinge, wenn es geht, umgesetzt werden. Man muss ganz klar dazu sagen, das waren auch alles Punkte, die schon im Vorfeld angesprochen waren, jetzt nicht gekommen sind, weil wir jetzt irgendwo etwas Druck hatten, sondern wie ja bekannt ist, musste bis zum 30.11. Jahr die Unterlagen zum DFB und da sind nun einfach mal auch Dinge entstanden, die in der Form vielleicht auch nicht unbedingt so geplant waren, aber nun sind sie so und da muss man offen damit umgehen. Warum ist das eigentlich so schwierig für einen Profifußballverein, wie es ja der FSV Zwickau ist, überregional Fuß zu fassen? Ja, ich denke, das sind viele Punkte. Das eine ist natürlich die mediale Präsenz. Es ist schon extrem positiv, erstmal zu sehen, wie über Zwickau gesprochen wird durch den Fußballverein. Man ist in der Sportschau, man hat natürlich eine ganz andere Reputation. Auf der anderen Seite ist es einfach so, die sogenannten Mäzen geführten Vereine haben es oft leichter. Die sind von ein, zwei Leuten abhängig, die haben nicht diesen Druck. Wir müssen auf extrem breite Schultern gehen. Wir sind absolut stolz auf die Partner, die wir bis jetzt haben. Aber Fakt ist eins, wahrscheinlich sind eben auch diese alten Ostunternehmen eben nicht in der Lage stellenweise oder wollen, haben sich für andere Dinge entschieden als für Fußball. Und das macht die Sache nicht unbedingt einfach. Oder weil die Konzernzentralen der ehemaligen Ostvereine, die jetzt von Westen geführt werden, im Westen sind und da nicht dieses große Interesse da ist. Gerhard Neff hat in einem Zeitungsartikel das mal anklingen lassen, dass er eben gesagt hat, es ist nicht ganz einfach, hier im Osten die entsprechenden Gelder zu akquirieren. Ja, eins ist ja Fakt, wenn wir mal sehen, wir sind das Automobilland Nummer eins, was das angeht, die Zulieferer. Und nehmen wir mal eine ganze Menge von Partnern, die in Klarau, Merane, überall rings um Zwickau sitzen, dann sind das natürlich ganz oft die verlängerten Werkbänke. Hier wird das Geld verdient, aber die Zentrale ist woanders. Dort wird das Geld ausgegeben, nehme ich mal Prose beim Basketball oder bei anderen Dingen. Und das ist halt einfach, das ist das Riesenproblem. Aber da muss man auch sagen, okay, das ist so, da muss man sich dem Thema stellen. Es ist eine einmalige Chance, dritte Liga zu spielen. Man sollte jetzt auch nicht einfach sagen, Mensch, uns fehlt jetzt ein bisschen Geld, jetzt schmeißen wir das alles hin und gehen in die vierte Liga zurück. Ich glaube, der Weg von vielen, vielen Leuten auch im Vorfeld hat einfach gezeigt, dass es der richtige Weg ist. Und jetzt muss man einfach gucken, wie kommt man hier zusammen. Und da ist das Thema Stadionmiete, mehr Sponsoren, Attraktivität in allen Bereichen ringsherum. Das funktioniert nur zusammen. Und deswegen auch der Schriftzug alles für Zwickau. Werbung. Märchenhafte Weihnachten in den Priesterhäusern Zwickau. Erleben Sie Märchenklassiker in der diesjährigen Weihnachtsausstellung mit über 300 Märchenobjekten. Auf die kleinen und großen Märchenfreunde wartet auch ein Märchenquiz mit spannenden Rätseln. Noch bis zum 6. Januar in den Priesterhäusern Zwickau. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. In der Woche sind ja im Sportpark Zwickau ungefähr 70 Kurse im Angebot, verschiedenste Art und Weise. Ein großer Renner ist auf jeden Fall die Rückenfitness und die Wirbelsäulengymnastik. Und auch Bauch, Beine, Po und Yoga wird angeboten. Und die sind eigentlich anhaltend sehr gut besucht und werden sehr gut angenommen von den Leuten. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Neulich belieferte ich einen meiner Lieblingskunden.
Als er plötzlich anfing, so ein bisschen rumzudrucksen, wusste ich erst gar nicht, was er hat. Ich fragte ihn, hör mal, kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich was für dich tun? Sagt er, ja, kannst du. Er erzählte mir, er hätte sich Hals über Kopf in seine Nachbarin verliebt, die auch Bofrost-Kundin ist. Dann sagte ich, hör mal, sollen wir dir nicht einfach eine Packung Eis spendieren? Der, ja, kannst du machen. Ich bin rüber zu der Kundin, klingelte an und sagte, Überraschung, hier möchte sie jemand zum Eisessen einladen. Die Kundin schaute erst fragend, weiß aber ziemlich schnell, wer sie da eingeladen hat. Kurze Zeit später sind die beiden sogar ein Paar geworden. Tja, Liebe geht wirklich durch den Magen. Zumindest mit Bofrost. Wir suchen dich. Jetzt bewerben unter www.bofrost.de/karriere. Die Reise deines Lebens wartet auf dich. Der neue Citroën Berlingo als Diesel der jüngsten Generation. Schon ab 189 Euro im Monat. Die Familie haben wir nicht erschaffen. Aber das perfekte Familienauto. Premiere am 15. September bei deinem Citroën-Händler. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Der Zwickauer Weihnachtszirkus kommt. Vom 22. Dezember bis zum 6. Januar auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Internationale Artistik, buntes Varieté und witzige Comedy. Vorstellungen jeweils um 15 und 19 Uhr. Das Großereignis der Weihnachtszeit in Westsachsen. Der Zwickauer Weihnachtszirkus. Bereits 2012 starteten mit Umzügen und ersten Abbrüchen die Arbeiten in und an der Polizeidirektion Zwickau. Der erste Spatenstich innerhalb des Erweiterungsneubaus erfolgte im Juni vergangenen Jahres. Mitte 2020 soll der Großteil des um- und neugebauten Komplexes fertig sein. Auch wenn die gesamte Maßnahme erst 2022 beendet sein soll, nach mittlerweile 1,5 Jahren Bauzeit wurde nun mit dem Richtfest Halbzeit gefeiert. Großen Menschenauflauf gab es am Mittwochnachmittag im Hof der Polizeidirektion Zwickau. Ein Sondereinsatz besonderer Art versammelte zahlreiche Handwerker, Verantwortliche aus Ministerien und der Politik sowie Bedienstete in Zivil und Polizisten in Uniformen. Dem unter Federführung der SIB-Niederlassung Zwickau entstehenden Um- und Neubau wurde die Richtkrone aufgesetzt. Zumindest diese an einem Kran symbolisch in luftige Höhe versetzt. Insgesamt 30 Millionen Euro investiert der Freistaat für die beiden Neubauten und die Sanierung des in den Jahren 1914 bis 1916 entstandenen Altbestandes. Die Summe wurde schon einmal aufgestockt und ist auch hier den Entwicklungen auf dem Markt unterworfen. Wir haben den genehmigten Entwurfsplan, der EW Bau heißt das bei uns, in Höhe von 30 Millionen, also 29,7 Millionen sind es ganz genau. Und dann werden wir weitersehen. Bis jetzt liegen wir noch im Kostenrahmen, aber wir können ja noch nicht prognostizieren, was in den nächsten ein Jahr oder zwei Jahren wird. Ne? Liegen Sie auch im Zeitrahmen so weit, wie Sie es jetzt vorgenommen haben? Ja, bis jetzt ja. Also nach aktuellem Stand ist das alles noch so, wie wir uns das gedacht haben. Wird immer schwieriger, aber momentan klappt es noch. Also zum jetzigen Stand ja. Zahlreiche Redner betonten die rücksichtsvolle und gut miteinander abgestimmte Zusammenarbeit der ausführenden Gewerke mit den Diensttuenden vor Ort. Denn es wird bei laufendem Betrieb umgebaut und umgestaltet. Nach Fertigstellung wird die Polizeidirektion die modernste in ganz Sachsen sein. Ein Sahnehäubchen für einen der Wünsche von Polizeipräsident Conny Stiel. Einer meiner Wünsche war, dass ich ganz einfach nicht nur den Anfang der Baumaßnahmen miterleben durfte, sondern auch ein Ende. Nun sind wir noch nicht ganz am Ende, aber der Rohbau ist fertig und jeder, der hier ist, kann natürlich heute schon sehen, wie das mal aussehen wird. Ich kann mir das persönlich sehr, sehr gut vorstellen. Ein weiterer Wunsch deckt sich mit den lobenden Worten der Redner bezüglich des Baugeschehens. Wir als Polizei sind dafür da, dass die Menschen in der Region sicher leben können, dass Ordnung herrscht. Und die Bauleute schaffen uns Bedingungen dafür,
dass wir auch in Zukunft unsere Arbeit sehr ordentlich auf hohem Niveau durchführen können. Und selbst sind sie auch Vorbild auf sehr engem Raum mit diesen vielen Gewerken, die immer wieder gemeinsam hier arbeiten und trotzdem eine so hohe Disziplin auf der Baustelle. Das hat mich persönlich nicht überrascht, aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen und da bin ich auch sehr zufrieden, dass ich da mitmachen darf. Ein Blick voraus beschreibt die berechtigte Freude auf die neue Polizeidirektion. Wenn ich aber jetzt sage, unser Niveau wird sich verbessern, dann müsste es ja jetzt schlecht sein. Nein, wir haben bessere Bedingungen, noch besser zu werden. Wir werden ein Führungs- und Lagezentrum, wo wir viel einfacher als heute all unsere Kräfte im Bereich der Polizeidirektion führen können. Wir haben an einer Stelle Bedingungen für kriminaltechnische Arbeit. Wir haben kriminaltechnische Labore, wir haben kurze Wege, wir werden effektiver sein. Wir werden manche Aufgaben mit weniger Kollegen lösen können und haben dafür wieder Kollegen frei, die wir zum Beispiel auf Streife schicken können, wo wir präsenter in der Öffentlichkeit sind. Also das Gesamtprodukt Sicherheit, bin ich sehr, sehr überzeugt, wird sich verbessern. Und nicht nur darauf wurde angestoßen und im Anschluss Nägel mit den symbolischen Hammerschlägen vom sächsischen Staatssekretär des Inneren Professor Dr. Günther Schneider und Polizeipräsident Conny Stiel in einen sinnbildlichen Dachsparren versenkt. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Das Festjahr zur 900. urkundlichen Ersterwähnung von Zwickau war gespickt mit Ereignissen unterschiedlichster Art. Zwar stehen unter anderem mit dem Bergaufzug noch die eine oder andere Veranstaltung aus, trotzdem wurde seitens der Stadt schon mal Resümee gezogen. Und das fiel durchweg positiv aus. In Zahlen und Fakten ausgedrückt heißt es am Ende des Stadtjubiläumsjahres, es war vor allem ein Gemeinschaftswerk und darum ein absoluter Erfolg. Insgesamt rund 220 kleinere und größere Veranstaltungen, etwa 950.000 Besucher dieser unterschiedlichsten Höhepunkte, etwa 240 Vereine, Institutionen und Unternehmen, die sich aktiv einbrachten, 12,5% mehr Übernachtungen, bleibende Geburtstagsgeschenke wie die neue Stadtchronik, das historische Dorf oder auch die begehrten Festvögel. Dafür wurde stadtseitig bereits langfristig eine Investitionssumme von 1 Million Euro geplant und im Fazit eingehalten. Wir haben natürlich im Haushalt geplant 1 Million Ausgaben für das Festjahr und natürlich auch 1 Million Einnahmen. So, mittlerweile haben wir ausgegeben rund 1,3 Millionen, aber wir haben auch 1,3 Millionen Einnahmen. Dank der Unterstützung der Bevölkerung, der Unternehmen, Sponsoring, viele Aktivitäten, sodass wir haushaltsjährlich gut geplant haben. Und es war eine Freude, denke ich, für viele Zwickauer und natürlich auch für unsere Gäste. Und ich möchte einfach die Gelegenheit hier nutzen, allen Beteiligten nochmal ein riesengroßes Dankeschön zu sagen, auch den Besuchern der Stadt Zwickau. Und das versprechen einfach sagen, in diesen Events arbeiten wir auch im Jahr 2019 und in den Folgejahren weiter daran. Aus diesem ablaufenden Jahr sollen aber auch noch andere Erkenntnisse für das weitere Tun und Handeln mitgenommen werden. Also ich nehme positiv mit, dass die Zwickauer feiern können, dass die Zwickauer stolz auf ihre Stadt sind. Und das wollen wir in den nächsten Jahren auch nutzen, indem wir alle immer auffordern, mitzutun. Denn unsere Stadt ist nur so gut und so schön, wie jeder Einzelne hier auch mitwirkt. Einigkeit herrscht über den Fakt, das Organisieren der städtischen Vorhaben in eine Hand zu legen. Was nimmt die Projektleiterin mit aus diesem doch für sie sehr anstrengenden Jahr? In erster Linie nehmen wir natürlich viele emotionale und besondere Momente mit. Es waren tolle Erlebnisse, die wir hatten. Wir haben neue Veranstaltungsprojekte durchgeführt, also wie zum Beispiel das Ballonfest, was für uns eine besondere Herausforderung war. Und für die nächsten Jahre nehmen wir auch viele Zusammenarbeiten mit oder Partnerschaften. Wir haben tolle Kooperationen geschlossen und beispielhaft wird das historische Markttreiben nächstes Jahr in gleicher Form fortgeführt. Aber auch einige andere gut umgesetzte Konzepte werden sicherlich Grundlagen für viele weitere Vorhaben sein. Werbung. Ho, ho, ho.
Weihnachtsspecial bei der WBG Plauen. Jetzt noch bis Jahresende Wohnung mieten und 2 Monate kaltmietfrei wohnen. Wählen Sie eine von 10 Aktionswohnungen. Zum Beispiel 3-Raum-Wohnung in der Suttenwiese für unter 300 Euro monatlich kalt. Bei Mietvertragsabschluss bis zum 31.12.2018 sparen Sie fast 600 Euro. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Besichtigungstermin unter 03741 703162. Noch mehr attraktive Wohnungen in Plauen finden Sie unter www.wbg-plauen.de. Parfümerie Burger, willkommen im Paradies der Düfte und des Wohlbefindens. Hier werden Sie in gepflegtem Ambiente von Kopf bis Fuß verwöhnt. Unser freundliches, bestens geschultes Team bietet eine individuelle Beratung, ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Mit wenigen Handgriffen zaubern wir ein alltagstaugliches Make-up und heben Ihre natürliche Schönheit hervor. Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich in unseren stilvoll eingerichteten Beauty-Lounges verwöhnen. Von Gesicht über Ganzkörperbehandlung mit beruhigenden Massagen bis hin zur Ohrenkerzenbehandlung und Lymphdrainage. Bei uns bleiben keine Wünsche offen. Wir schenken Ihrer Schönheit eine extra Portion Aufmerksamkeit. Auch auf der Suche nach dem passenden Duft sind wir Ihr Ansprechpartner. Parfüm, das Ihre Persönlichkeit unterstreicht. Das finden Sie bei uns. Ausgewählte Marken, die es nicht überall gibt, halten wir für Sie bereit. Auch den Geschenkgutschein für Ihre Lieben verpacken wir ganz individuell. Gönnen auch Sie sich jetzt eine Auszeit von der Hektik des Alltags mitten in Zwickau. Parfümerie Burger in der inneren Plaunschenstraße 29, direkt gegenüber den Zwickau-Arkaden. Wenn wir Ihnen eine Wohnung vermieten, dann wissen wir, Sie vertrauen uns den für Sie wichtigsten Platz der Welt an. Mehr als 16.000 Menschen bieten wir eine Wohnung ohne Barrieren, damit Sie unabhängig bleiben und selbstbestimmt zu Hause leben können. Wer gibt Städten Gesicht und Seele? Wir sind das. Das Hotelpension Flex sich in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit Schwimmhalle, Sauna, Kinderspielplatz und Biergarten macht Ihre Hochzeit und Familienfeier mit Übernachtung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Dazu sind auch unsere Oldtimer da. Schwimmen, Saunieren und Massagen im Wellnessbereich dienen Ihrer Entspannung. Regionale Küche von Erzeugern aus der Region gibt es in unserem Hotelrestaurant täglich ab 11 Uhr. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten, das ist das Besondere im Hotel Pension Flexig. Das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. In ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Das Wetter präsentiert Ihnen Ihre Goldbrötchen-Bäckerei Jansburg aus dem idyllischen Vogtland. Bei jedem Wetter die richtige Wahl.
Morgen soll es den ganzen Tag regnen. Bei milden 10 Grad wird es auch recht windig. Das Wochenende wird ungemütlich. Am Samstag und Sonntag regnet es bei Werten bis zu 7 Grad. Am Sonntag ist mit stürmischen Böen zu rechnen. Anfang nächster Woche geht der Regen dann in Schnee über. Das war Ihr Abendmagazin Tag aktuell vom Donnerstag. Einmal darf ich Sie noch begrüßen, dann ist schon wieder Wochenende. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wundervollen Abend und bis morgen zu Tag aktuell.